steht ein Gebäude mit einer Grundfläche von ca. 44 Metern mal 22 Metern. Und das entspricht etwa 970 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Wir haben ein Untergeschoss, wo die Tiefgarage reinkommt, mit 1800 Quadratmetern Grundfläche. Also dieses Untergeschoss wird hauptsächlich als Tiefgarage genutzt und ist ein bisschen größer als das aufgehende Gebäude selber. Das Gebäude hat ein Erdgeschoss, was im Wesentlichen aus dem Foyer besteht, wo dann der allgemeine Empfang angegliedert ist, und von da aus kann man in die Schulungs- und Konferenzräume reinkommen. Im Erdgeschoss selber werden keine Büroräume entstehen, sondern nur diese Schulungs- und Besprechungsräume. In den Obergeschossen 1 bis 6 werden als Bürogeschosse ausgeführt und ja, ca. 500 Mitarbeiter werden dann in Zukunft dein Platz haben. Drei Aufzüge in den im Gebäude, dass auch jeder Mitarbeiter rechtzeitig seinen Arbeitsplatz erreichen kann. Technik wird so ausgeführt, dass wir Heiz-Kühldeckenelemente haben, das heißt ein sehr modernes Heiz- bzw. Kühlsystem, die wir haben letztendlich einen 15% geringeren Energiebedarf für das Gebäude als die NF 2013. Insgesamt werden ca. 700 Tonnen Stahl und 4.500 Kubikmeter Beton verbaut. Die Fassade hat eine Fläche von 3.600 Quadratmetern, ja, mit ausreichend Fenstern zur optimalen Beleuchtung, Ausleuchtung der Arbeitsplätze. Am Anfang bei den Gründungsarbeiten hat es ein bisschen Zeitverzug gegeben, aber nicht auf den Gesamtterminplan. Das ist aber grundsätzlich bei Bauarbeiten so, dass meistens in der Erde, da wo man nicht hingucken kann, was man nicht so ausreichend planen kann, dann ein geringer Verzug entsteht. Und die Rohbauarbeiten selber, die wurden sehr zügig ausgeführt, und das hat sich durch die Arbeitsweise, durch das Einspielen der Arbeiter auf die Ausführung der einzelnen Geschossebene, es wiederholen sich die Geschosse ja immer, dadurch haben wir dann den legen wir gut in der Zeit. Im Moment sind wir 2,5 bis 3 Wochen vorne. Das heißt, wir haben im Moment ein richtig gutes Gefühl und gehen dann in die Ausbauphase auch mit diesem guten Gefühl rein, weil wir die 2,5 bis 3 Wochen Zeit als Puffer noch haben, und ja, alles andere wird die Zukunft dann geben. Der Einzug ist Mitte nächsten Jahres geplant. Während der Rohbauphase waren so 15 bis 20 Arbeiter hier tätig. Im Moment werden noch Fassadenarbeiten ausgeführt im Erdgeschoss. Dann sind ca. 30 bis 40 Leute hier. Was sich im Zuge der Arbeiten dann natürlich auch noch weiter erhöhen wird. Also das nächste, ja, also die Fassade wird im Moment gemacht, wie man auch schon sehen kann. Im Erdgeschoss wurden Fassadenarbeiten angefangen. Anfang nächster Woche werden die TGA-Arbeiten beginnen. Es werden im Untergeschoss, in der Tiefgarage, die Regenrohre verlegt, die Technikräume, die sich dort befinden, werden ausgestattet, die Hausanschlüsse werden ausgeführt. Also es ist ja ein Bürogebäude, was funktionell ist, seinen Ansprüchen gerecht wird, mit einer modernen Außenfassade. Die Fassade ist so gestaltet, dass sie sich den äußeren Umgebungen auch anpasst. Das heißt,
Lärmschutztechnisch sind die Fenster der Straßensituation angepasst. Man hat natürlich auf einer Ecke höhere Anforderungen an den Lärmschutz, zum Beispiel, weil man ja von zwei Seiten beschallt wird. Da sind die Fenster, haben höhere Schallschutzwerte. Es ist standardmäßig und bis jetzt, es ist jetzt nichts zu erwarten an größeren Herausforderungen, die sich nicht bewältigen lassen.